Wieso? Wenn du immer so schaust, das ist der Auto. Wir sind jetzt wieder bei der Talstation. Früher war das ein Einser-Sessel. Mhm. Das heißt, da war erstmal einzeln mit dem Sessel quasi durch die Luft transportiert worden. Ja. Und man hat dann keinen oben auf dem Fürstenstand, auf dem Plaputsch, ganz oben auf dem Berg. Genau. Ja. In diese Richtung. Man sieht ja noch immer die Schneise da durch rauf quasi. Stimmt. Wo die Bäume rausgeschlagen sind. Und da ist man raufgefahren und hat oben den Fürstenstand besichtigen können. Ja. Und ich würde mal sagen, wir besichtigen mal die Talstation. Meine Begleitperson ist wieder der MC Thomas. So. Schauen wir mal rein. So, was haben wir wieder? Auf Frage, kommt man da oben rauf hin? Die Frage ist berechtigt, aber man kommt leider nicht da drauf. Ne? Okay. Das ist, da war früher quasi die runde Drehscheibe drinnen, wo das Seil gespannt genau, war, ja. Das dann da hinauf gespannt worden ist und okay. Mit dem er da raufgefahren ist. Genau. Und da haben wir, da war früher, ich glaube, das Ticketschalter, wo man mit so einem Glas vorne dran und da hat man dann früher die Karten bekommen können. Und da sieht man einen Spruch von den Beatles. Genau. Hello darkness my old friend. Schau, cool. Ja, immerhin. Da ist eine Tür, eine Schwebetür nennt man das, ja. Von Thriller. Thriller! Da war der Ticketschalter und da hat man früher dann da ein Ticket nehmen können, was heute jetzt nicht mehr der Fall ist. Und ja, das ist die verlassene Talstation und da geht man in einen Raum, wahrscheinlich war da die Ablage, oder? Von den Skiern, oder? Oder vielleicht die Elektrik. Genau, genau. War nämlich so eine Schiebetür. Nicht wirklich. Nicht wirklich? Nein. Okay. Das ist keine Schiebetür. Das ist einfach nur ein Teil von der Tür. Okay. Und da war die Bar, oder? Genau. Ja. Ich glaube für Trinken und so, oder? Ja, so ist die Musik getrunken, die Schubladen. Genau, ja. Da kann man hineinzoomen ein bisschen. So. Wie lange steht das leer schon? Ungefähr seit den 80er Jahren. Ja, schon und eine. Hat der Skilift dann zugesperrt. Schon eine Zeit her, gell? Ja, auf jeden Fall, ja. Man sieht schöne Graffitis. Sehr schön. An solchen Orten erzählen immer eine Geschichte. Mhm. Und ich glaube, dass man da quasi die Treppe runter geht. Nein, warum denn? Ah, da unten sind die WC-Anlagen. Aber da, das sind die Leute. Okay. Ja, was? Wie soll man da runtergehen? Von unten? Ich kann nicht da sein. Hier kommen wir nur unten vorbei. So. Ja, ich glaube mehr gibt es nicht zum Erzählen, oder? Ich glaube auch nicht. Ja. Da ist die Kennzeichenschalter. Da eine Tür. Und da war so ein Stromkasten von damals. Dann typisch. Altmodisch, Stromkasten. Oh, aufpassen. So. Da war so ein Generatorraum, ne? Ja. War Strom, ein Strom. Das haben sie wieder neu gemacht. Haben sie neu gemacht? Ja, schon wieder. Die arbeiten, ne? Irgendwas passiert da, ne? Ja, eindeutig. Das ist eben schon zum Schöpfen. Ja. Siehst du das? Ja. Die fangen schon wirklich an zum Bauen und zum Arbeiten.
so neue Pumpe dran. Ja, weil die alte Pumpe ja weg gewesen, gell? Ja. Die alte Pumpe war größer, gell? Ja. Und ich meine. Thank you.